Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video von The Coup. Und ich bin endlich mal nach langen Probieren mal in eine PvP-Lobby reingekommen. Also ich... Oh Gott, ich höre irgendjemand hat sein Mikrofon da an. Egal, mein Fernseher würde ich gerade ausschalten. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Und wir fahren... Ja. Es ist jetzt das zweite Mal, dass ich erst im PvP-Rennen fahre und ich habe... Was? Ich habe keine Chance gegen die da vorne. Was fahr ich denn für ein Auto? 12, 6. Warum mal. Alter Schwede, ich habe ja schon lange nicht mehr gespielt. Wow! Und fahren denn alle da lang? Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Alter, warum haben die denn so krass viel Speed drauf? Ich bin auf Vollgas. Vor mir fährt einer Stufe 59. Ah, ist doch zu kotzen, dass da einer sein scheiß Mikrofon immer anhat. Das ist, glaube ich, das zweite Mal oder so, dass ich ein PvP-Rennen fahre. Das nervt doch tierisch mit dem Mikrofon. Das nervt doch tierisch. Warum kriegen es die Leute eigentlich nie gebacken, ihre Mikrofone auszuschalten? Ah, das ist gut überholt, Junge. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt gewesen, welches Auto ich bin. Ah, da bin ich richtig arg weit rausgefahren. Ich glaube, RNIR1 ist das. Ah, nein! Alter! Außer den falschen Knopf gedrückt. Schön, dass ich Vorletzter bin. Ja, das war ein kleiner Wunsch von einem Zuschauer, ich glaube vom Niklas hier ist da. Ich war ganz sorry, ich habe ein ganz schlechtes Namensgedächtnis. Er wollte, dass ich... Boah! Es ist wieder mein Problem, wenn ich wieder labere, konzentriere ich mich nicht. Er wollte unbedingt, dass ich mal wieder The Crew spiele. Eigentlich eine Roadtrip, aber alleine macht das nicht so viel Spaß. Deswegen habe ich mich... Oh Gott, wie die lecken, ey. Habe ich gesagt, okay, ich mache mal ein bisschen PvP. Aber eindeutig mit dem falschen Auto. Kann doch nicht sein, dass der vor mir... Der Penner... Wie macht der denn das? Mann. Es ist nervt so, dass manche Leute das nicht kapieren, dass immer das Mikrofon immer anzuhaben. Kollision scheint wohl auch ausgestellt zu sein. Uiuiui. Krass, wie weit sind denn die vorne weg? Ja gut, da vorne ist ein 1300er, 1265er. 3, 2, 1, bremsen. Und Gas. Der Subaru, der Skyline, sag ich schon, ah, der Nissan. Es ist kein Subaru, es ist kein Impreza, es ist ein Nissan. Skyline, der ist nicht das schlechteste Auto, muss ich sagen. Ich mag ihn immer noch. Ich habe auch schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Das letzte Video war ja das, wo ich nochmal kurz die anderen Autos, die neuen Autos gezeigt habe. Und selber habe ich wirklich lange nicht mehr gespielt. Ah, fuck. Okay. Ah, das schafft man nicht mehr. Krass, mit was für ein Speed die da vorne wegfahren. Komm, wir machen es noch. Fahren wir noch so weit, wie wir können.
Kabo. Vorbei. Schade. Ich muss den Typen unbedingt muten. Das nervt ja. Das hast du so oft in Online-Spielen, dass irgendjemand sein scheiß Mikrofon an. PvP wird abgeschlossen als 6. 3 Punkte, yeah. Bucks, 15.000 Bucks verdient. Na, wenigstens etwas. Ein bisschen Ansehen haben wir auch bekommen. Wir machen mal noch eine Runde. Wir fahren mal noch ein Rennen. Aber erstmal werde ich den Typen muten. Ja, genau das meine ich. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ob das aufgenommen wird. Ich könnte mal meins anschließen. Mute your microphone. That sucks. So. Kann ich den muten? Ja, kann ich. So. Okay. Airbase Attack. Rennen. Nächstes Rennen. Ich könnte die mal alle muten, wenn ich schon mal dabei bin. Okay. Achso, wir können nur Straßenrennen, Straßenautos nehmen, okay. Ich muss da vielleicht noch meine Straßenautos mal ein bisschen. Bevor ich das nächste Mal so ein Rennen mache, muss ich meine Autos mal alle ein bisschen fertig tunen. Aber es war, wie gesagt, es war ein Wunsch vom Niklas. Airbase Attack, gewinne das Rennen. Ah, das wird uns nicht gelingen. Guck nochmal, wie er heißt. Was genau heißt. Der Niklas Seeberz. Hallo Niklas, nur für dich. Ich hab's dir versprochen. Ich werde davon auch ein bisschen mehr wieder machen in nächster Zeit. Ich hab da einfach Bock drauf. Viel kann man bei Sekur auch nicht machen. Und dass hier die alle an mir vorbeiziehen und ich bin auf Vollgas! Was? Achso, da. Wieso kann man da nicht rüberspringen? Ich hab einen scheiß Checkpoint verpasst. Ich krieg's kotzen. Ich hab einen scheiß verfickten Checkpoint verpasst. Ich bekomme das Kotzen. Na komm, dann machen wir ein bisschen Action hier. Super. Wie doof, ey. Wir können jetzt eh nichts mehr reißen hier. Jetzt können wir eh nichts mehr reißen. 20 Sekunden Rückstand. Schnauze. Krass, wie die da wegziehen. Was ist denn da los? So, vor der nächsten Aufnahme muss ich echt mal meine Skillpunkte wieder anpassen. Muss man ein anderes Straßenauto nehmen. Wo geht's lang? Nach links. Ey, der hat Stufe 92 vor mir. Wie geht denn das? Kann man denn mit Stufe 92 Autos so krass fahren? Ah. Ach klar, ich werde schon wieder überholt. Ich werde schon überholt. Hinter mir ist schon wieder jemand. Gott, ist das schlimm. Ja, wie gesagt, das ist jetzt mein drittes PvP-Rennen, was ich mache.
Das soll aber keine Entschuldigung sein. Na komm, wir werden noch mal eins noch machen. Komm, den Checkpoint nehmen wir noch mit. Oh, na, das war ja wieder voll peinlich. Was man nicht alles für seine Zuschauer macht. Airbase Attack. Oh, ich bin trotzdem auf Platz 6. War noch zwei hinter mir, hab ich gar nicht mitbekommen. Wo stehen wir denn von der Zeit her? Ach, eine Runde. Einen Reinmann kann man noch machen. Kurzer Lobby. Es hat auch lange gedauert, bis ich in den Lobby reingekommen bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt bestimmt locker eine Viertelstunde gewartet. Verschiedene Lobbys ausprobiert. PvP-Rang 148.000. Von wahrscheinlich 150.000. Stufe 1200 ist meiner. Aber wir können mal ein anderes Auto nehmen, auch wenn es unter Stufe 600 ist oder so. Was haben wir denn? Windmühlen Valley. Dodge Charger. Yeah, baby. Fahren mit meinem Dodge. Eieiei, mit meinem Lieblingsauto. Einfach mein Lieblingsauto. Dodge Charger. Windmühlen Valley. Vorne wegziehen, das ist so krass. Ach, deswegen Windmühlenrebelli. Nice, schön. Ah, hat er überdreht. Nein! Oh, fuck, und ich bin wieder letzter, super. Ah, ist völlig das falsche Auto. Oh, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Völlig das falsche Auto dafür. Egal, ich muss ja nicht immer Erster werden. Yay! Krass. Bumm. Normalerweise wäre das ein Sprungtest gewesen. Wäre nur mal schön, wenn ich nicht immer letzter werden würde. Ich weiß nicht, warum meine Karre keine Power hat. Ich drück voll das Gas durch und fahre gerade mal 150. Und bremsen tut er auch nicht. Was soll der Scheiß? Bremse und es passiert nichts. Alter. Aber ich denke, ich werde davon in Zukunft mehr aufnehmen. In einem Monat kommt ja auch schon ein Project Cars raus. Da haben wir dann wieder ein Autorennspiel auf dem Kanal.
und ich will unbedingt ein Lenkrad mal spielen. Ich glaube, ich werde mir das doch nochmal kaufen und ein bisschen üben, dass ich dann Project Cars komplett mit Lenkrad spielen werde. Ah, aber nicht so. So kriegt man nichts gebacken. Die anderen haben gleich. Ist ja alle 12,99. 20 Sekunden Rückstand. Letzte Runde. Das Rennen. Ich will doch wenigstens einmal nur ein Rennen beenden. Oh Gott, wie der schleudert. Ich glaube, das ist völlig falsche Auto. Das Gelände. Gut. Was ich definitiv machen muss, ich muss einfach mal die ganzen Autos. Genau, ich muss einfach mal die ganzen Autos mal tunen und besser die Skillpunkte so verteilen, dass ich auch bei 12,99 bin. Und das ist ein schönes Endbild, super. Ja, das war noch ein Test jetzt. Also ich denke, ich werde davon in Zukunft mehr machen, weil ich sehe, jetzt funktioniert es ja. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr davon mehr sehen wollt. Lieber Niklas, extra für dich. Ich werde die Folge jetzt auch gleich bearbeiten und heute noch hochladen. Wir haben ja eben bei YouTube geschrieben gehabt. Also, 3 Punkte immerhin gemacht. Bis dann, ciao.